Wenn ich es nicht habe, dann wollt ihr es nicht. Hallo zusammen, willkommen bei meinem WoW-Tagebuch. Ja, heute Abend geht's endlich los. Es ist geschafft. Den Tag müssen wir noch rumkriegen und dann können wir heute Abend voll einsteigen. So, ein Video, was ich nochmal kurz vor Toreschluss oder kurz vorm Start machen wollte, ist zu zweit leveln, weil ganz viele werden es ja so tun. Also gerade die, die jetzt nicht so auf der Jagd sind, den Rekord von 0 auf 60, von 1 auf 60 zu brechen, sondern die einfach eine schöne Level-Experience haben wollen, die eventuell auch eher casual spielen, so abends nach der Arbeit und so weiter, die jetzt nicht da versuchen durchzurushen, so schnell es geht, werden ja sagen, okay, hier mit meinem besten Kumpel, wir beide leveln jetzt, ne, schön durch Vanilla. Und ich würde da gerne mal so ein paar Tipps zu genau diesem Thema Duo-Leveling abgeben. Die sind natürlich wieder in vielen Fällen subjektiv. Ich meine, ein paar Sachen sind einfach reine Mathematik, da kann man nicht diskutieren, aber ein paar Sachen sind natürlich subjektiv. Da müsst ihr mal schauen, ob ihr mir da zustimmen könnt. Ja, fangen wir mal mit der mathematischen Sache an. Also wenn ihr zu zweit levelt, dann ist natürlich klar, dass bei allen Quests, bei denen es heißt, kill 10 Wölfe, 10 Schweine, 10 irgendwas, macht ihr zu zweit natürlich nur die halben XP. Nicht für die gesamte Quest, klar, die Questbelohnung ist natürlich in vollem Umfang, aber die Questbelohnung ist ja ungefähr roundabout 10% von dem, was man durch das Killen der Mobs kriegt. Das ist jetzt in den ersten Leveln deutlich höher, aber so, ich sag mal, ab Level 10, 15 kann man das mal so als ganz grobe Daumenregel eigentlich betrachten. Ungefähr 10% ist die Questbelohnung. Und wenn ihr jetzt, ich sag mal, 10 Wölfe killen sollt, macht die zu zweit, ja, dann habt ihr für diese Quest natürlich schon erheblich weniger XP gekriegt, als Blizzard das vorgesehen hat. Und entsprechend werden euch die Quests ausgehen. Ja, ihr seid dann irgendwann mit dem Brachland durch und seid aber erst Level 17. Ich mache das jetzt ein bisschen dramatischer, als es ist, aber ja, so die Richtung. Und das heißt eigentlich jetzt, ja, für das nächste Gebiet seid ihr noch zu low, da kommt ihr nicht so richtig weiter. Aber im Brachland habt ihr jetzt auch keine Quests mehr. Das ist ja irgendwie blöd. Oder Wald von Elwin oder Westfalen, ne? Wie auch immer. So, und dann, ja, was machen wir denn jetzt? Okay, ja, machen wir jetzt einen Dungeon. Klar, Dungeon ist immer eine total gute Idee. Und zu zweit kriegt man ja auch ziemlich schnell eine Gruppe. Egal, mit welchen Skillungen man da spielt. Oder kann er halt auch selber easy eine Gruppe aufmachen, zu zweit, finde ich. So ist eine Möglichkeit. Oder halt die andere Möglichkeit, ja, wir grinden jetzt irgendwelche Mobs. Sprich, auch ohne Quest suchen wir uns jetzt irgendeine Kategorie von Mobs aus und hauen die einfach tot. So, kann man natürlich machen oder muss man machen, aber könnte dann ja, wenn ich jetzt zwei Level überbrücken muss, indem ich einfach nur Mobs tot haue, könnte das ja sehr eintönig werden. Und deswegen würde ich euch von vornherein den Tipp geben, wenn ihr zu zweit levelt und da ist eine interessante Art von Mob, den ihr da killen sollt. Also ich sag mal zum Beispiel, da sind Humanoide und einer ist Schneider. Humanoide droppen Stoff. So durch die Bank, ich glaube alle. Das heißt, wenn ich jetzt bei Humanoiden bin, die eine relativ gute die relativ viel Stoff droppen, dann wäre es ja sinnvoll zu sagen, okay, komm, wir müssen sowieso ein bisschen mehr grinden. Wir haben jetzt hier einen Spot mit einer ganz guten Drop-Chance, dann lass uns jetzt hier mal weitermachen. Ja, und ne, auch wenn es am Anfang nur Leinenstoff ist, auch den braucht man ja zum Schneider-Skillen, um erste Hilfe zu lernen und. So, dann haltet euch an diesem Spot auf und tötet halt nicht 10 Wölfe,
10 Humanoide, ja, sondern tötet halt 20. Dann kommt ihr nicht in diese Verdrückung, dass euch hinterher einfach 2 Level fehlen und ihr sagt so, oh, jetzt müssen wir irgendwie 3 Stunden lang Mobs tothauen, wie nervig. Ne? Teilt es euch einfach auf die verschiedenen Quests und sagt dann, okay, so hier, ne, der Spot ist jetzt nicht total überlaufen, dass wir jetzt eine Minute auf jeden Mob warten müssen, bis der respawnt. Hier sind ziemlich viele davon. Und die droppen ganz gutes Zeugs. Und jetzt machen wir mal anstatt 10, machen wir 20 oder 30 oder 40. Weil zahlt sich ja auch direkt aus. Oder ich sag's mal, wenn einer zum Beispiel Kirschner ist, dann würde man vielleicht nicht Humanoide killen, sondern halt irgendwelche Wildtiere und sagen, ja super, die können wir ja alle Kirschnern. Ist alles schönes Gold nebenher, hilft auch meine Lederverarbeitung hoch zu skillen. Wunderbar, XP gibt es zusätzlich. An dem Spot bleiben wir jetzt. So, und wenn ihr natürlich in der Phase seid, wo die Mobs gar nicht, also wo die Quest ist gemacht, aber euch fehlen noch Mobs, dann müsst ihr ja nicht darauf achten, weiterhin genau die Quest-Mobs umzuhauen, sondern ihr könnt euch ja auch konzentrieren auf die Mobs, die nicht in der Quest enthalten sind. Na, also ich sage mal zum Beispiel, wenn ich aus dem absoluten Startgebiet, also ne, Level 1 bis 5, bei den Orks rauskommen, dann muss ich unten an die Küste und muss da irgendwelche Krabben weghauen, weil die irgendein Item droppen. Das ist eigentlich immer ein relativ überfarmter Spot. Also jetzt auch auf die Krabben zu hauen, bringt's nicht. Aber oben die ganzen Wildschweine, die da rumrennen und die Skorpione, die nerven eigentlich nur alle. Naja, dann stellt man sich hin und haut mal ein paar Wildschweine und Skorpione kaputt. Da wird kein anderer sein, der sich jetzt um dieses Wildschwein reißt. Und entsprechend kann ich so einen nach dem anderen killen. Super gut. Na, oder wenn man aus diesem super Startgebiet da rauskommt, dann nach rechts, da gibt es so eine Quest, wo man so ein paar Pläne verbrennen muss. Und die Mobs, die da rumstehen und diese Pläne bewachen, die sind nicht Teil der Quest. Die Quest heißt nicht, kill die Mobs, die die Pläne bewachen, sondern verbrenn die Pläne. Das heißt, die meisten Spieler gehen da rein nach dem Motto, ha, wenn ich das durchlaufen kann, umso besser. Also wenn man sich jetzt da hinstellt und da erstmal irgendwie eine Weile, mal eine halbe Stunde lang diese Mobs kloppt, wie gesagt, das sind Humanoide, die droppen dann auch direkt Leinenstoff. Gleichzeitig sind alle anderen Spieler begeistert, weil die können direkt durchrennen. Ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte. Ja, aber da lauft ihr jetzt nicht so richtig Gefahr, dass euch andere die Mobs vor der Nase wegschnappen. In dieser Burg, wo diese, meine Beschreibungen sind so bescheuert, in Durota, da gibt es doch diese Burg, wo so ein paar Allis rumlaufen. Da sind so ein paar mit Plattenrüstung und ein paar so Schurkenmäßige. So. Und klar, ich kann auch in den Bereich gehen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, von welcher Burg ich da, der in der Nähe von Razor Hill, wo man von Razor Hill auch hingeschickt wird, hau mal irgendwie, ne? 8 von denen und dann noch irgend so ein Chef, der da in einem Gebäude steht. So, ich kann mich auch da hinstellen, die droppen auch gut Stoffe, das ist auch wunderbar, aber die müssen halt alle anderen auch killen. Das heißt, auch der Spot, der wird relativ überfarmt sein, keine gute Idee, da jetzt Mobs zu kloppen. Also einfach mal so schauen, so wie passt das mit euren Skills zusammen, wird droppen die, kann ich die noch irgendwie, kann ich die noch kirschnern oder ne, das ist so Klassiker irgendwie, ja da ist ein Gebiet, wo relativ viel Metalle spawnen, ne? So ich muss hier noch meinen Kupfer abbauen, so ja dann haue ich natürlich in erster Linie die Mobs weg, ne? Oder halt, lasst keine Gelegenheit aus, wenn ich sag mal zum Beispiel, einer ist Bergmann und da ist jetzt halt so ein Kupfervorkommen, Zinnvorkommen, was auch immer. Und da stehen jetzt 5 Mobs drumherum und dann sagt man, ja komm ey, jetzt die 3 Kupfer da und dafür 5 Mobs kloppen, nee. Ja, doch, genau das ist der Trick. Weil die 5 Mobs geben euch ja XP. Also im Grunde genommen in der Levelphase, je mehr Mobs drumherum stehen, umso besser. Ja, weil desto mehr gehen dran vorbei und sagen, nee, will ich nicht. Das heißt, ihr baut was ab, was alle brauchen, was einen guten Wert hat.
und gleichzeitig macht ihr XP dabei. Also seht es nicht als, als Nachteil, mehr Mobs zu töten. Das ist einfach so ein grundsätzliches Ding. Und so, ich weiß, man hat auch immer so das Feeling, wenn man eine Quest kriegt, sammel 4 Zebrahufe, ist ja so ein Klassiker, oder 10 Raptorköpfe oder whatever. Na, dann denkt man immer so, oh, ist zu zweit, jetzt müssen wir die ewig kloppen. Ja, aber super, weil die Sammelquests, die geben natürlich genau die gleichen XP, ob ich die alleine mache oder zu zweit. Aber zu zweit mache ich die schneller, zu zweit sind die einfacher, zu zweit muss ich weniger oft am Friedhof wiederbeleben und so weiter. Na, ich kriege vielleicht auch Mobs down, die eigentlichen Level zu hoch sind und so. Total gut. Also, ja. Wie gesagt, das ist eigentlich reine Mathematik. Das sollte kein Geheimnis sein. Aber ich sehe halt einfach, dass viele Leute dann irgendwie... Also, ja, wo gibt's Quests? Ich bin jetzt hier Level 17 und ich finde keine Quests mehr. Und ne, für Ashen Vale bin ich jetzt noch zu klein. Und was mache ich denn jetzt? Ja, da muss ich jetzt 2 Level Mobs grinden. Uff. Klassik ist ja doof. Bringt es direkt in eurem normalen Spiel unter. Ihr habt eine Quest, killt 10 Mobs, ihr seid zu zweit, killt 20. Schlicht und ergreifend. Und es ist ja auch total oft so, dass zwischen den 10 Mobs, die man killen muss, sind dann 10 andere, die man eben nicht killen muss, sondern die sind einfach nur da, um die Leute zu nerven. Ja, dann killt die. Auch da ist ja jeder Spieler irgendwie froh, wenn er die jetzt nicht zusätzlich umhauen muss. Ja, haut die weg. Wunderbar. Na, jeder wird um die einen Bogen machen, so gut es geht. Dann sind das eure Mobs. Nehmt einfach die Gelegenheit direkt wahr, dann kommt es hinterher nicht so dicke. Ne, vielleicht fehlen euch dann immer noch ein paar XP für ein Level up, um ins nächste Gebiet zu gehen, aber halt eben, dann fehlen euch nicht 2 Level plötzlich. So. Dann ein anderes Ding, wenn man in den verschiedenen Kombinationen von Klassen spielt, fällt mir einfach extrem oft auf, dass die Eigenarten der Klassen überhaupt nicht berücksichtigt werden. Also ich sag mal so ein Klassiker, den habe ich schon echt tausendmal gesehen und zigmal selbst erlebt, Hunter-Krieger, ne? Unter Level 10. Also der Hunter hat jetzt kein Pet, dann ist es ja standardmäßig so, er schießt auf Mob einmal, zweimal, danach ist der Mob am Hunter dran und dann wird er halt zum Melee-Hunter. Bringt es natürlich nicht so richtig. Er macht irgendwie weniger Schaden, er kriegt selber Schaden eingestielt, ist irgendwie total doof. Habe ich jetzt einen Krieger dabei, würde der Krieger den ersten Schlag machen, wäre ich als Hunter die ganze Zeit auf Abstand, kann meinen maximalen Schaden auf das Ziel machen und würde selber überhaupt keinen Damage kriegen. Wäre eigentlich super. Und trotzdem holzt fast jeder Hunter immer als erster aufs Ziel, weil ja klar, er hat ja die größere Reichweite. Er kann natürlich easy peasy den ersten Hit drauf machen, der Krieger muss ja erstmal hinlatschen, wenn er jetzt Charge nicht bereit hat, dann hat er ja auch in der Regel nur bei jedem zweiten Mob. Oder er will gar nicht reinchargen, weil er dann eine ganze Gruppe an der Backe hätte, oder? So, also holzt der Hunter erstmal rein und am Ende des Tages, man macht weniger Schaden, das dauert alles viel länger. Nutzt die Spielweise eures Partners aus und verhindert die nicht. Ja, oder keine Ahnung, ich könnte jetzt auch sagen, da ist ein Hexer, der hat einen Wichtel dabei. Level 10 wird er ja auch sein Void kriegen, aber der hat am Anfang sein Wichtel. Ja, dann lass doch den Wichtel antanken. Dann rennt der Mob doch erstmal in eine völlig andere Richtung. Der Wichtel macht Schaden drauf, der Hexer macht Schaden drauf. Wenn ihr jetzt auch ein Range-DD seid, macht ihr auch Schaden drauf. Dann, klar, dreht sich der Mob dann irgendwann um. Aber er ist ja erstmal in die komplett falsche Richtung gelaufen. Das heißt, in den meisten Fällen wird er euch tot vor die Füße fallen. Da habe ich sozusagen beim Pull mal 2 Sekunden meine Füße stillgehalten und habe den Mob dafür aber 3 Sekunden früher tot. Anstatt, wie gesagt, dann im Nahkampf zu stehen und, oder
Mir hat jemand geschrieben, ich soll nicht immer so die Jäger bashen. Und das stimmt auch. Ich könnte das gleiche Spielchen jetzt machen für einen Priester oder für einen Magier oder so. Ne? Die Castzeiten werden ja nicht kürzer, wenn man die ganze Zeit vor einem Mob gehauen wird. Ja, das macht also keinen Sinn. Ich will den Mob nicht an der Backe haben. Später im Spiel kriege ich natürlich Tools, mir die sowieso von den Hacken zu halten und so weiter und so fort. Aber gerade am Anfang sehe ich halt, ne, so, ja, da steht irgendwie, da steht ein Priester und macht dann halt irgendwie Melee-Schaden auf den Mob. Ne, und der Krieger rennt gerade dem Mob hinterher. Am besten, also die Idealkurve ist mit dem Priester pullen und dann vom Mob wegrennen. Ne, dass dann der Krieger auch schön in so einem 10 Meter Abstand hinter Mob herläuft. Ne, der Mob hinter dem Priester und der Mob immer auf den Priester aber draufhaut. Klassiker. Absoluter Klassiker. Ne, dann rennt hin zu eurem Kollegen, der Nahkämpfer ist, damit er auch eine Chance hat, da mal drauf zu wämsen. Das ist ja irgendwie der Sinn der Sache. Sonst kann man ja auch direkt alleine spielen. Nutzt die Stärken und die Spielweise. Also die Spielweisen müssen sich kombinieren. Ihr müsst eure Spielweise auf den anderen anpassen. Oder aufeinander anpassen. Das ist der Trick. Und je mehr ihr das macht und je besser ihr das macht, desto schneller werdet ihr leveln und desto einfacher werdet ihr leveln. Und wieder so ein vermeintliches Warten am Anfang zahlt sich nach hinten hin meistens fünffach wieder aus. Ich habe gehört, da ist jetzt so ein Rumor, ich weiß nicht jetzt, ob der stimmt, aber ich habe gehört, zum Beispiel, dass Blizzard jetzt alle Bossfights, hier Molten Core und so, haben die jetzt 3 Sekunden kürzer gemacht. Also jetzt können alle Damage-Dealer 3 Sekunden warten, bis der Tank die angetankt hat. Aber wenn sie das machen, sind die Bosskämpfe sowieso am Ende 3 Sekunden mindestens kürzer. Ich verstehe das gar nicht, warum muss ich in der ersten Sekunde schon voll draufhauen? Würde ich 3 Sekunden warten, ist alles easy peasy. Und wenn ich jetzt sozusagen 3 Sekunden früher draufhaue, wird der Kampf nach hinten hin nicht 3 Sekunden kürzer. Das gilt für eine Zweiergruppe einfach ganz genauso. Pullt so, wie zu eurer Klasse passt. Wenn ich als Range-DD, ich will, wie gesagt, nicht Jäger, sondern irgendein Range-DD, mit irgendeinem Melee zusammenspiele, dann kann ich als Range... Ich muss mich darauf einstellen, dass der anders spielt als ich. Oder auch, ich sage jetzt mal, man ist mit 2 Range-DDs und beide stehen nebeneinander. Ja, warum denn? Viel besser wäre doch, den Mob einfach von rechts nach links zu kiten und zuerst pullt der weniger Aggro macht. Dann rennt der Mob erstmal auf den zu und dann kommt der mit mehr Aggro und dann dreht er sich irgendwann um und rennt zum anderen. Super, da war der Mob die meiste Zeit unterwegs und hat keinen gehauen. Das sind einfach so Sachen, wo ich denke, die sollten klar sein. Ganz vielen ist es natürlich auch klar. Ich will jetzt hier nicht so ein Video machen, als würde ich mit Idioten sprechen oder so. Ne? Aber ganz vielen ist das natürlich auch klar. Aber wie gesagt, man sieht es auch unglaublich oft, dass das nicht so ist. Und in 99% der Fälle bei WoW ist es immer sinnvoll, im Zweifelsfall 3 Sekunden Füße stillhalten. So, jetzt aber ein anderes Ding, aggressives nach vorne spielen. Auch das hat seinen Platz. Wenn 2 Charaktere miteinander spielen und einer kann heilen, der andere aber nicht, dann ist es egal, was für eine Klasse der ist. Der nicht heilen kann, ist der pullt. Ich mache das mal extrem. Ich habe einen Mage und einen Paladin. Ja klar, kann der Paladin 5-mal so viel aufs Maul kriegen wie der Mage. Aber wenn der Mage pullt, kann der Pala heilen. Wenn der Mage die Aggro hat, kann der Pala heilen. Hat er das nicht, ne, braucht er halt für jeden Heilcast, wieder gerade in den unteren Leveln. Nach oben hin sieht das immer noch mal ein bisschen anders aus, aber gerade in den unteren Leveln ist das einfach praktischer. Ne, dann habe ich einen, der heilen kann und einen, der es nicht kann, sollte der nicht heilen kann, die Aggro ziehen. Weil der Heiler kann dann, wenn er nicht die Aggro hat, immer dazwischen grätschen und mal kurz dem anderen eine Heilung aufbratzen und dann wieder weiter draufhauen. Und ja gut, bei einem Mage, Mage Pala ist ein krasses Beispiel, da könnte man jetzt drüber, aber
Ne? Mage, Schattenpriester. Ne? Klar ist der Schattenpriester jetzt nicht dafür prädestiniert zu heilen, weil der muss aus der Form raus und das ist irgendwie alles ätzend und so. Aber er kann halt. Ne? In den unteren Leveln hat er ja seine Schattengestalt gar nicht. Und selbst wenn er dann die Schattengestalt irgendwann hat, ne? Bevor ich jetzt meinen Kumpel sterben lasse und ich dann kurz danach auch noch, switche ich ja lieber aus der Form raus und heile den. Aber wenn drei Mobs auf mich eintackern, dann kriege ich einfach die Heilung niemals durch. Das nutzt mir nichts. Und Und wenn zwei, das habe ich bei meinem, also ich habe in irgendeinem Video über Druiden gesprochen, wie schön man zwei Druiden zusammen leveln kann. Wenn man halt zwei Klassen hat, die beide heilen können, egal ob jetzt Doppeldruide oder Schamane-Druide, Schamane-Priester, whatever, dann sollte man den Mana-Pool immer als einen Mana-Pool sehen. Das ist dann natürlich total klasse, dass man Agro-Ping-Pong spielt und der gerade nicht die Agro hat, heilt den anderen. Da sollte man gar nicht so eine strikte Regelung machen. Ja, du bist Heiler und ich bin damit. Nee, beide können heilen. Alles klar. Ne, wer keine Agro hat, ist automatisch in dem Moment Heiler. Und ich sag mal, gerade wenn man sich drauf verlassen kann, ne, wenn ich dann nicht groß, wenn ich darf nicht im Chat tippen, jetzt heil mich doch mal bitte. Ne, muss irgendwie klar sein. Du hast keine Agro, also bist du einfach automatisch Heiler. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Tipp fürs Gruppenspiel. Also sollte man so direkt berücksichtigen. Und also viele philosophieren ja, habe ich jetzt bei dem PvP-Video auch gemacht, was ist so die beste Zweierkombination? Und ich glaube, das ist relativ egal. Also natürlich gibt es Kombinationen im PvE, die natürlich stärker sind als andere, keine Frage. Aber grundsätzlich erstmal zu zweit zu spielen, damit solltet ihr über 90%, über 95% aller Quests hinkriegen. Ich würde nicht unbedingt, ich sage jetzt mal Krieger-Priester, wäre so ein Klassiker-Duo, ich würde nicht unbedingt Krieger-Priester spielen, weil überall steht, der ist das stärkste Duo. Also beliebige andere Kombinationen können genauso stark sein oder sind genauso stark, weil es geht ja einfach nur darum, einfach meine Quests zu machen, einfach die Mobs tot zu kriegen. Und ist man zu zweit, ist eigentlich fast alles einfach. Man kann auf jeden Fall Dreiergruppen, kriegt man zu zweit bewältigt. Also da muss schon alles schief gehen, das nicht so ist. Und so. Und man kriegt selbst viele Elite-Sachen, kriegt man zu zweit. Wie gesagt, auch in jeder Gruppenkombination, jede Gruppe, jeder Charakter hat ja seine Stärken. Und auch Elite kriegt man viele, also die meisten Elites kriegt man kaputt. Es gibt so ein paar Elite-Quests, die man dann zu zweit nicht schafft. Also ich sag mal, klassischerweise in Tarents Mühle, da sind ja unten diese Elite-Zwerge, ne, die kriegt man natürlich, also das Schwert dazu farmen, kriegt man alleine mit der einen oder anderen Klasse noch irgendwie hin. Aber spätestens, wenn man dann in den Bau rein muss, da braucht man zu zweit nicht probieren. Ne, die hauen einen nieder. Oder im Arati Hochland gibt es ja auch da diese Burg, wo ganz viele Elite drin sind. Da braucht man zu zweit natürlich, ne, eher nicht. Da würde ich auch eher mit einer Fünfergruppe das machen. Aber das sind ja schon die wirklichen Ausnahmen. Also die meisten Elite kriegt man zu zweit klein. Und so die normalen Nicht-Elite-Quests kriegt man natürlich immer klein, egal wie die Kombi aussieht. Ne? Also so. Tank und also Krieger, Priester ist auf jeden Fall natürlich eine super Kombi, keine Frage. Ja, aber auch ne, ja, Jäger, Schamane wollte ich gerade sagen, aber ich darf ja nicht die Jäger beschimpfen. Aber geht genauso. Die haben mega Utility, beide Klassen. Ja, die sind beide super stark. Jäger ist sowieso mit am schönsten zu leveln, auch solo. Ja, klar, also bei denen, da bleibt auch kein Auge trocken, die reißen auch alles ab. Oder Magier, Hexer oder, keine Ahnung, Hexer, Schattenpriester, habe ich ja auch schon im PvP-Bereich drum gesprochen. Also es gibt einfach keine schlechte Kombination. Also ne, tut es. Und ich generell finde ich auch,
Duo-Leveling total gut, weil man hat ja auch nicht jeden Tag Bock, ne? Aber wenn dann der andere Bock hat, dann, ne, dann kriegt man sozusagen ja auch immer den Kick, komm, ne, überwind jetzt deinen inneren Schweinehund, mach mal wieder 2 Stunden WoW, du musst ja irgendwann mal 60 werden. So, und das ist schon gut, man motiviert sich gegenseitig, man hat auch irgendwie Unterhaltung, wenn man dann im Discord oder TS auch die ganze Zeit, ne, die Älteren halt TS, wenn man halt im TS zusammen quatschen kann und so weiter. Das Duo-Leveling kriegt von mir absolut Daumen hoch, aber wie gesagt, mit den Mobs, ne, klar, man kriegt bei allen Kill-Quests weniger XP, aber ich finde, es macht nichts, weil man sich dann die Mobs aussuchen kann, die man dann haut. Und die kann ich einfach nach dem Loot sortieren. Was brauche ich jetzt gerade? Was droppen die Interessantes? Oder haben die einfach nur mehr Gold dabei? Bei Ogre sagt man ja immer, ne, die ganzen Ogre haben immer mehr Gold in der Tasche. Ja, dann haut man die ganze Zeit Ogre. Oder wenn jetzt einer zum Beispiel Schurke ist, Ogre zu beklauen, lohnt sich auch irgendwie immer mit Pickpocketing, Taschendiebstahl und so weiter. Und die kann ich mir dann einfach selber frei auswählen. So, die Mobs mache ich jetzt extra, um einfach diesen Punktebonus dann wieder auszugleichen. Ja, also das sind so meine Gedanken zum Duo-Leveling. Wie gesagt, das, was ich am meisten sehe, ist, entweder einer rennt die ganze Zeit durch die Gegend und kommt gar nicht dazu, seine Klasse zu spielen, weil der andere den im Prinzip den Mob die ganze Zeit vor seiner Nase wegkeitet, wo ich so denke, ja, warum? Ja, macht das doch nicht. Sondern dann brauchst du ja nicht zu zweit spielen, dann ist ja irgendwie der Witz vorbei. So, oder halt irgendwie so, der Heiler hat Agro. Nee, also wenn ich DD und Heiler als Duo-Level, dann muss der DD einfach Agro spielen. Ne? Der muss einfach derjenige sein, der grundsätzlich jeden Hit zuerst macht. Ach so, noch ein Ding so als Letztes. Wenn man natürlich so eine Agro-Spielweise hat, ne? Wenn man sagt, ja, ich bin derjenige, der pullt, ich will Agro haben. Das geht natürlich ab und zu schief. Na klar, also das... Also ist irgendwie einen alleinstehenden Mob zu pullen, ist natürlich easy peasy. Aber wenn ich dann jetzt in irgendeine Höhle reinschleichen muss und da ist alles voller Mobs, ja, natürlich hat man da auch mal den Falschen. Oder übersieht, dass da hinter einem Felsen noch einer steht und pullt Aggro. Und natürlich, wenn man aggressiv spielt, vibet man die Gruppe auch ab und zu. Das gehört aber dazu. Also das, ich würde dann nicht an die Sache rangehen nach dem Motto, oh verdammt, ne, ich pull nie wieder oder spiele nie wieder Agro, weil jetzt habe ich uns ja gerade gewiped. Nein, das ist Teil des Spiels. Ne, auch ein Tank in Dungeon vibet die Leute mal, weil er falsch pullt. Das gehört einfach dazu. Das ist einfach normal. Da müssen dann auch beide Parteien sozusagen drüber stehen. Ne. Wenn man jetzt das fünfte Mal in Folge einen Buddy-Pull macht, dann würde ich meinem Kumpel vielleicht auch sagen, hör mal, schalt doch mal den Fernseher aus, guck doch mal auf deinen Computermonitor. Aber also, normalerweise passiert das ja nicht. Ne? Und wenn das ab und zu halt der Fall ist, das ist Teil des Spiels. Also wir sind ja nicht hier bei, wie heißt denn dieses andere Spiel von Blizzard, wo man überhaupt nicht sterben darf, sonst wird direkt der Computer gesprengt oder so ähnlich. Diabolo? Ne? WoW ist nicht Diabolo, hier darf man sterben. So, ja, dann ne, heute Abend, ich wünsche euch richtig viel Spaß. Ich wünsche euch ganz kurze Server-Queue-Times. Ich hoffe, ihr könnt euch um Punkt 11:59 einloggen. Ich hoffe, eure Startgebiete sind nicht überlaufen. Ich glaube, das wird alles nicht eintreten. Ich glaube, die Server-Queues werden elend lang sein. Die Startgebiete werden mega überlaufen sein. Also wenn man so hört, ich habe jetzt so Interviews gehört mit den Blizzard-Leuten auch, ich glaube, die sind mal wieder vollkommen überrascht, wie viele Leute da gerade ins Spiel einsteigen. Ich glaube, dass in den Chefetagen viele gedacht haben, ja, wir holen damit so eine Handvoll Leute ab, die auf Privatservern gerade spielen. Aber das ist so eine Nischen, das ist ein Nischenspiel für eine Nischenzielgruppe. Und ich glaube, die werden da gerade wieder von der Realität eingeholt. Genau wie sie es damals bei Classic,
unterschätzt haben, genau wie sie damals das mit dem Patch auf Burning Crusade unterschätzt haben, ne, wo die Leute dann zu Tausenden vom Mediamarkt standen und sich mitten in der Nacht das Spiel abgeholt haben. Sie unterschätzen es, glaube ich. Und sie haben jetzt gerade noch neue Server aufgemacht und so weiter, weil der Andrang so groß ist. Also ich glaube, die ersten paar Stunden, da wird man jetzt nicht so wahnsinnigen Level-Progress machen können. Aber ich glaube, der Spaß ist trotzdem da, das einfach mit zu erleben. Wenn da halt irgendwie 100 Leute auf ein Spawnen des Wildschweins warten, ist ja auch lustig. Also man kann schon mal Level 1 PvP-Duelle machen und so. Warum nicht? Ich freue mich total. Heute Abend geht's los. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und Edit, Tankfaust und mein Kumpel Stefan heißt Povaka. Edit uns beide direkt auf die Friendlist und dann schauen wir mal. Dann können wir, morgen machen wir dann World's First Ragefire. Okay, dann, ne, lock da, Oga, suck, suck.